Wir planen ein noch nie dagewesenes Event in Karlsruhe. Drei Studios treten gegeneinander an. Die besten Athleten aus diesen drei Studios messen sich bei The Battle. Ich bin Adrian Pohl, Personal Trainer aus Karlsruhe. Da ich in verschiedenen Studios arbeite, in Bruchsal und in Karlsruhe, da hatte ich den Gedanken, warum nicht mal die Athleten gegeneinander antreten lassen. In den Kursen, die ich betreue, geben immer Vollgas und wollen immer Wettkämpfe haben. Und dann habe ich mich mit André, mit dem Chef aus dem Studio in Karlsruhe, zusammengesetzt und da ist dann der Gedanke gewachsen, mal alle Studios gegeneinander antreten zu lassen. Es gibt verschiedene Qualifikationen, mit denen man sich für The Battle anmelden kann oder qualifizieren kann. Und das passiert alles hier in diesem Studio. So ihr Lieben, da kommen noch die Nachzüge. Hallo, schön, dass ihr da seid zum Qualifikationsworkout. Wir machen jetzt gemeinsam ein kleines Workout. Danach geht ihr dann bitte jeder zu seinem Trainer, die hinten auf euch warten. Und dann legen wir los. Mir war es ganz wichtig, dass Frauen wie Männer gegeneinander antreten, weil es soll da keine Spaltung geben. Die Coaches in den verschiedenen Studios werden die Workouts abnehmen. Es wird immer jemand dabei sein, der sagt, hey, so sieht die Übung korrekt aus, so nicht. Also ist auch wichtig, dass die Ausführung stimmt und die Technik. So, hallo, schön, dass ihr da seid zum ersten The Battle Event in Karlsruhe. Heute ist der 6.8. Das erste Mal überhaupt in Deutschland. The Battle, unterstützt von Venice Beach, Under Armour, meiner Wenigkeit. Eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit zum Warmmachen. Mit euren Trainern besprechen, was auf euch zukommt. Und um 14:45 geht's los. Vollgas. Achtung, wir legen los in 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! Knees to elbows. Nächste Station sind die Airballs. Meter mit einem Partner laufen, mit einer Frau. Mann läuft mit einer Frau zusammen. Danach Kettlebell Swings. Rudern, bis ihr abgeklatscht werdet. Stop!
bitte, bitte zusammenkommen. Auf geht's, Jungs, dass wir die Siegerehrung vollziehen können. Wie immer, es war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, wie hier die Punkte ausgewertet wurden. Platz 1 geht an Postgalerie. Einmal Applaus an die Postgalerie.